Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem erneuten Gefecht, einem erneuten Replay, einer Einsendung von Zane Insignia Alexander Nevsky oder New Sky, wie ich sie nenne, denn wenn man das Ding auf Antier skillt und ein Achterträger ankommt, sieht es danach aus wie ein neuer Himmel, weil alle Flugzeuge am Boden sind. Aber gut, das ist natürlich Best Case und hier haben wir ein reines Stufe 10 Gefecht, Immelmann versus Immelmann. Vielleicht sehen wir auch das, den ein oder anderen Drops auf diesem Schiff. Wir sind in einer Division mit FR4C, Komusu, Kumibär. Ich habe das immer wie Frack gelesen und ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich immer geglaubt, Frack ist französischer Clan. Aber ihr kennt mich, ich bin da nicht bewandert. Welche großen Namen von Spielern oder von Clans es hier in die Replays schaffen. Dementsprechend, verzeiht. Ich beschäftige mich damit tatsächlich nicht so. Vielleicht sollte ich das mal machen. Mal schauen, King of the Sea, ob ich da was lernen kann. Also zumindest von den Namen und den Clan-Namen. Ist ja momentan wieder aktuell. Ja, gestartet. 10.000 Euro, oder? Preispool, irgend sowas, oder mehr. Wargaming lässt sich da nicht lumpen. Hat ja King of the Sea übernommen, wirklich gekauft. Mal schauen, was daraus wird. Nichtsdestotrotz konzentrieren wir uns hier auf ein Schiff, das, wie ich finde, zu Unrecht tatsächlich ein bisschen verpönt ist. Ja. Alexander Nevsky, der, ich glaube, viele nennen sie den kleinen behinderten Bruder der Peter Pawlowsk. Nicht, weil das Schiff schlecht ist. Definitiv nicht. Sondern weil es halt, naja, im Vergleich. Ändern wir das Thema. Wir haben hier 4x2, 180 mm. Mit, natürlich für 180 mm, genau dem beschissenen Penetrationsproblem. Leid, zu einer frühen Stunde hier schon ein Fäkalwort. Das ist natürlich nicht angebracht. Aber 30 mm sind auf Stufe 10 halt einfach auch nicht angebracht. Damit gewinnt man keinen Blumentopf mehr. Deswegen wird hier, wenn man denn mit HE schießen möchte, und meistens möchte man das dann halt doch immer ihr fähiges Geld. Dafür aber die AP-Granaten. 1000 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit. 45 bis 60 Winkel. Das hört sich nicht so geil an. Warum ist denn das so? Habe ich da nicht in Erinnerung, dass die mal einen besseren Winkel gehabt haben? Haben die nicht mal einen besseren Winkel gehabt? Jedenfalls die Penetration ist recht gut von dem Ding. Also auch auf 15, 16 Kilometer kann man gut mitarbeiten. Ja. Ich möchte jetzt mal ganz kurz eine Lanze brechen für die Alexander Nevs. Ja, ich weiß, alle sind große Fans von der Petropawlowsk. Zu Recht, zu Recht. Da kann man nicht viel dagegen sagen. Die andere Linie, die Seitenlinie quasi mit der Dmitri Donskoi und der Alexander Nevsky und der Chapayev hier, diese 180er Linie, der amerikanische, der russische Abklatsch der amerikanischen Leichten, ich kann alles Kreuzer mit T-Virus und Hydro, hier leider auf einem Button, aber auf einem Platz, bei den Amerikanern auf zwei verschiedenen, mit Radar und mit Heal und etc. Die sind gar nicht so schlecht, wie ich es auch selbst jetzt gerade wirken habe lassen. Die haben 8 Kilometer Torpedos. Das ist Russen Premium. 8 Kilometer Torpedos. Ne? Wären die Deutschen mal über sie hinausgewachsen auf Stufe 10, hätte eine Hindenburg 8 Kilometer Torpedos. Mit dem klassischen Volkstorpedo. Ne? Die haben auch nicht nur 2x4, die haben 2x5 hier auch, die Russen. Ne? Mit 14.400, das ist der. Wie, das ist ja, hallo, das ist der neue Volkstorpedo, den die Deutschen da vielleicht bekommen haben oder bekommen werden. Die 13.600 sind natürlich schwach. Hier haben wir die Goodies, die die Hindenburg haben könnte, aber halt nicht hat. Wir haben 2,05er Sigma. Wir haben guten Reload. Gut sind nur 4x2, sind nur 180er. Also das, was ich damit sagen will, ist, dieses Schiff ist gar nicht schlecht, auch aufgrund der hohen Mündungsgeschwindigkeit. Damit sind kleine Dinge, schnelle Dinge, EDs, Kreuzer, gut und einfach zu treffen. Und wie gesagt, die Penetration ist auch nicht ohne. Im Vergleich natürlich nicht so gut wie die Petropawlowsk. Aber man kann mit dem Schiff relativ gut agieren. Ruderstellzeit 11,5 Sekunden, ist auch ein großes Schiff, Wendekreisradius um die 940 Meter.
ist dann vielleicht nicht ganz so einfach. Mit der Reichweite hier von 19 Kilometer kann man damit aber durchaus viel Schaden machen. Ne? So durchschnittlich 80 bis 100.000 sind mit dem Ding, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, schon drin. Zudem hat es auch ein praktikables Radar, und mit der hydroakustischen Suche, unterstützungstechnisch natürlich einer Petropavlovsk, nicht so viel voraus, wie es eigentlich hätte sein sollen oder können, aber man kann. Man kann. Und wer weiß, vielleicht beginnt Wargaming ja in einem halben Jahr eine Petropavlovsk ein bisschen zu nerven, wie jetzt eine Stalingrad und einen Thunder. Man weiß es ja nie, es ist so zufällig. Man könnte sagen, RNG herrscht über Wargamings Bratislava, ne? Anpassungsmöglichkeiten. Bisher hat sich leider der CV fast gar nicht blicken lassen. Minimaler Schaden. Auch die Team-Performance ist... Ja gut, die Performance ist vielleicht das schlechte Wort dafür. Ja. Die Team-Aktion ist ein bisschen verhalten. Das zeigt sich auch im Nicht-Verlust eines einzigen Schiffes in den ersten 4 Minuten. Das ist nicht schlecht. Eigentlich ist das sogar gut. Das bedeutet, es wird wohl überlegt gefahren. Man könnte auch sagen, es wird gekämpft. Allerdings trifft Zweiteres nicht zu. Aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Man sieht hier, man befindet sich auf der E-Linie, zumindest im Grün. 2 Caps sind schon geholt. Cap A wird auch gleich von Wooster und von dem DD gleichzeitig hier geholt. Ja, da muss er nochmal schauen. Also alles in allem könnte man sagen, ein wohl überlegt gespieltes Gefecht vom Gegner wie auch vom eigenen Team. Wobei vom Gegner ist ein bisschen, muss man schauen. Auf der rechten Seite bei B und C, wo die Caps genommen worden sind, kämpft man teilweise im Nahkampf in Unterzahl. Und auf der anderen Seite bei A auch nicht in Überzahl. Allerdings macht man da Boden gut durch Torpedos, durch Beschuss. Hier Thunder, Vermont, steht ein bisschen weit hinten. Die Repo hat die Seite gewechselt und die Des Moines zieht raus. Sind aber eigentlich nur 3 Schiffe. Gut, Zane hat hier ein bisschen umgeschwenkt und kann ganz schnell zu A kommen, während er hier B verteidigt und versucht, die feindlichen Gegner, die feindlichen Schiffe hier rauszubringen. Die Halland hat gestürmt, hat die Daring dann noch rausgekriegt. Das ist gut. So soll das auch sein. Leute, wir haben jetzt die absolute Cap-Hoheit. Aber lasst euch davon nicht beeinträchtigen. Dieser geringe Vorsprung kann relativ schnell, und jetzt kann man tatsächlich auch hier mit AP schießen auf 15,8 Kilometer. Ich würde es probieren. Vielleicht stimmt der Winkel noch nicht ganz. Jetzt kommt die AP. Aber probieren muss man es auf jeden Fall. Wie gesagt, die AP ist gar nicht schlecht. Und ich hebe auch meinen Kopf und versuche ein bisschen über die Insel zu schauen. Obwohl das nur dazu führt, dass ich an meinem Mikrofon vorbeispreche, ohne einen besseren Blick zu bekommen. Aber ja, so funktioniert der menschliche Gestank. Ja. Verstand nun mal. Ja, scheint wohl doch noch nicht der richtige Winkel hier zu sein. Jemand anderes hat ihn gefunden. Bei weitem mehr Schaden gemacht als wir. Aber probieren, ne? Probieren sollte man immer ein paar Salben tun. Ist ja fast der doppelte Alpha-Schaden. Nicht ganz, aber immerhin 2,5 zu 4,4, 50, also 2,500 zu 4,450. Und das geht dann schon. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen hier. Das ist das Problem der Nevsky. Da, wo die Petropavlovsk mit den 220ern reinhaut, müssen wir öfter nachschlagen, damit der Gegner auch wirklich am Boden bleibt. Naja, aber unbedingt notwendig ist es ja nicht. Wir begeben uns jetzt auf die wahrscheinlich relativ beschwerliche, aber dennoch wendige Suche nach Schaden. Übrigens ein Umstand, bei dem man Schaden durch Cap und Punkte austauschen müsste, und vom Gegner müsste das genannt werden. Das hätte sich der Gegner auch mal anschauen sollen. Es sind 900 Punkte, und mit dem zusätzlichen Verlust von so vielen Schiffen wird es doch dann eher fragwürdig, ob wir Minute 8 überhaupt sehen. Da muss jetzt einiges schief gehen in Kürze. Wir haben hier ein paar Kandidaten wie die Wooster, die theoretisch relativ schnell rausgehen kann oder rausgehen könnte. Flugzeugträger hielt sie offen, die Salve, und da geht der Thunder raus. Das ist leicht, aber dennoch bedenklich. Die Vermont hat es geschafft. Jetzt bin ich gespannt. AP auf 17,7 Kilometer. Der Winkel passt definitiv. Das war's. Und ihr hört es vielleicht. Ich bin selbst ein bisschen erstaunt,
Das ist normalerweise kein Gefecht, das eingeschickt wird, weil es war eher ein Gefecht, das ich zu den Schlechteren zählen würde. Es war nicht schlecht gespielt, bei weitem nicht, ne? Aber es war schlecht gespielt vom Gegner. Ein Gefecht, wo quasi, ich will nicht sagen ein Erdrutschsieg, aber doch ein eindeutiger Sieg erfahren worden ist, weil der Gegner eine schlechte Strategie oder ein schlechtes Team hatte. Das findet selten den Weg hierher, finde ich aber gut. Das ist nämlich etwas, was unter Umständen mehrmals am Abend vorkommt und das nämlich mit so unterschiedlichem Ausgang, nämlich Sieg und Niederlage. Das hier ist definitiv die Skillung, 5,3 Sekunden Nachladezeit des Kapitäns von Zane, Avrora, ein sexy Maxi Ruski Anime, weiß nicht woher das kommt, Elite der Marine. Das wird mit Sicherheit aus einem Anime kommen. Aber da bin ich immer noch nicht bewandert, habe ich immer noch nicht gesehen. Hier haben wir die Einbauten. Ja, Reload, passt. Alles ist gut, alles ist schön. Würde ich auch so fahren mit Doppelruder oder halt Ruder zumindest. Eine Alexander Nevsky. Oha. Jetzt ist klar. Zane hat das falsche Replay eingesendet. Hier haben wir nämlich 212.000 gemacht. Einen Kraken und Großkaliber und Unterstützer und alles Mögliche mit 2705 Punkten. Aber das eingesendete Replay ist ein anderes. Das ist natürlich, hier wären 167.000 mit AP drin gewesen. Alter Schwede. Das, meine Damen und Herren, wäre wahrscheinlich nicht aufgrund des Schadens, sondern aufgrund der gewählten Munition das interessantere Replay gewesen. Und es hätte auch 15 Minuten gedauert, anstatt der ansonsten 10 Minuten. Aber schön zu sehen, Irren ist menschlich, es passiert nicht nur mir. Herzlich willkommen in einem absoluten, standardisierten, wenn ich sagen Erdrutschsieg, das war es nicht ganz, aber doch in die Nähe gekommenen Gefechts bei World of Warships. Nicht nur sonntags. Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht.